Hallo und herzlich willkommen zum Weekly Update in dieser Woche. Ihr seht es vielleicht, ich bin heute Party-Vicky und zwar, weil wir das 30. Weekly Update feiern. Und wie kann man so einen Geburtstag besser feiern als mit einem Geschenk für euch? Und zwar kriegt ihr jetzt mal alles zu sehen, was hier so hinter den Kulissen vom Weekly Update alles passiert. Das heißt, es wird eine reine Outtakes-Folge. Sie wird sehr peinlich für uns alle, aber das ist egal. Es wird vielleicht lustig, hoffen wir es mal. Wir bedanken uns auf jeden Fall für diese ganzen Kommentare, Likes, Abos etc. und wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Aber eine Sache muss ich leider noch loswerden. Und zwar ist dem findigen Zuschauer vom Weekly Update aufgefallen, dass hier neben mir was fehlt. Und zwar etwas anderes, tolles, rothaariges, nur männlich. Stefan nämlich. Er wird uns leider verlassen und ist nur noch bei einem einzigen Weekly Update mit dabei. Aber ja, vergessen wir das jetzt einfach. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Outtakes an. Tröd. Gott, ja. Weekly Update. Du wirst immer schneller, warum wirst du immer schneller? Ich komme mir wie eine typische konservative Frau vor, die einfach wortlos neben ihrem Mann steht und nett lächeln soll. Du darfst auch was sagen. Ist schon okay, Schatz. Bist du schon... Ihr müsst mich dann irgendwann stoppen, sonst geht diese Szene immer weiter. Ja, wir bleiben auch thematisch noch bei Red Dead Online. Denn auch das... doch, ja, Red Dead Online, das ergibt Sinn. Ich denke die ganze Zeit an diese alten... Was hat sie getan? Ich hab... Nein, geh mal weg. Also. Scheiße. Bitte sag mir, dass das reicht. Ich kann das nicht. Bestimmt. Ich glaube, ich kann das nicht noch mal. Okay. Hast du noch eine News? Ach stimmt, hier. Ja, eine noch. Nächste Woche erscheint das neueste Abenteuer der Assassin's Creed Reihe. Ich kann meinen Arm auch runternehmen und sagt mir das keiner. Hier war er, oder? Das ist ja in... jetzt habe ich versucht, spontan zu sein und das kam dabei raus. Und einziger Haken am flutschigen Controller ist, er ist derzeit nur das... Ich kann das nicht sagen, wenn Vicky neben mir... Ich war mal One-Take-Vicky und ich weiß nicht, was wieder passiert ist. Ja, übelst tief gefallen. Ist E-Sports für dich ein echter Sport oder ist es entbehrlich? Der Kameramann hat sein Handy an. Wie schlägt ihr doch dazu? Achso, da dürft ihr gerne mitspielen. Wir spielen jetzt ein Spiel. Okay, sag es nochmal. Achso. Wir spielen jetzt ein Spiel. Und du bist auch kein fettabweisender Xbox-Controller, ich weiß. Wer sieht's vielleicht gerne? Ja, das war als erstes. Wieso machst du das eigentlich nicht? Ich finde das blöd, weil ich hinter der Kamera bin. Ja, aber das finde ich gemein. Ich kann jetzt auch einfach da stehen. Du machst gerade überhaupt nichts. Du stehst einfach nur. Ich mach generell nichts. Ja, genau. Was machst du hier eigentlich? Die Fans reagierten daraufhin geschockt. Immerhin ist Sylvanas ja nicht abgrundtief böse, wird aber jetzt so dargestellt. Spieler der Horde können sich deshalb nicht mehr mit ihr... Ich kann das nicht ernst nehmen. Entschuldigung. Am 21. August erscheint Snape. Du bist doch gar nicht in meinem Schnipsrhythmus. Okay, nur ich schnipse und ich mache... Ich hab doch gesagt, dass ich nicht schnipse. Okay, ich hab jetzt auch nicht geschnipst. Valve. Alter, ich hab grad einen Witz. Und dieser hier. Das war gerade auch nicht so aus dem Zusammenhang. Danke, Camila. Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind, der PvP-Modus und dessen Map wird... Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind, der gestrige Patch hat die PvP...
Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind, der gestrige Patch hat die Map der PvP... Alter. Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind, der gestrige Patch hat die Karte des PvP-Moduses... Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind, der gestrige Patch hat die PvP-Moduskarte gehörig verändert. Da fehlt ein Komma, Stefan, okay? Das hat mich verwirrt. Und wo wir gerade bei Veränderungen in Fortnite sind... Scheiße! Oh Mann, das hat mich so unter Druck gesetzt. Hätte mir das mal eher die Bravo in meiner Jugend erzählt. Mit Special Effects, ja. Oh, krass, oder? Reicht das? Ist das dein Ernst? Jetzt ich habe die ganze Zeit, performt. Was macht eigentlich ein... Verdammt! Scheiße! Die enormen Temperaturen hier in Berlin haben jetzt neben uns auch die Gerätschaften von uns geschrottet, weshalb wir kurz umziehen mussten und ihr jetzt diesen wunderschönen Blick hier hinter mir seht. Oh mein Knie! Nein, Mann, das Knie! Wieso hab ich das getan? Großartig! Ich bin Victoria Scholz und das ist das Giga Games News Weekly. Schönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Müssen wir aus dem Bild gehen?